Der wird das nächste Markthaus von uns abgeschlossen. Und ich sage mal, willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig und willkommen zurück zu unserem Krieg. Warum Krieg? Ja, der Guy Forecast hat nicht unbedingt Gegenmaßnahmen errichtet oder begeht Gegenmaßnahmen. Ja, ich hatte mir auch ehrlich gesagt das ein bisschen anders vorgestellt, als ich dann beschlossen habe, gegen ihn in den Krieg zu ziehen. Ich mach mal kurz. Nicht, dass ich wieder so verstrahlt aussehe in der Kamera. Ja, ich hatte mir halt erhofft, halt richtigen Krieg zu führen, aber scheinbar nein. Er möchte einfach nur stumpf übernommen werden, aber das machen wir ja. Ich meine, er ist eine unsympathische Person. Die Brunnen an der Bauen wir ihn auch nicht mehr leer. Weiter. Wo ist eigentlich unser Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Achso, weil wir jetzt ein Kontor gebaut haben. Stimmt, wir haben die in ein Kontor umgewandelt. Das war's. Ja, erstmal brauchen wir jetzt unsere Rohstoffe hier, damit wir anfangen können, das Gebiet zu übernehmen. Sonst braucht er ja immer nur seine... Zerschmettert sie! Markthäuser und so wieder auf und wir kommen hier nicht voran. Deswegen warten wir mal kurz darauf, dass die Aragorn wieder da ist. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. So, ich habe beim letzten Mal übrigens festgestellt, dass das Mikro tatsächlich wieder ein bisschen sehr leise war. Ich habe es ein bisschen hochreguliert. Ich habe es diesmal ein bisschen näher an mir dran. Ich hoffe, dass es wieder eine gute Lautstärke wird, wo ich auch nicht so viel nachregulieren muss, damit es sich auch noch gut anhört. Aber ich glaube einfach, das Mikro ist mittlerweile auch ein bisschen älter. Wahrscheinlich wird es mal Zeit für ein neues. Mal schauen. Ich muss mal schauen, ob ich da ein gutes neues finde. Der ist die Aragorn. Nein, wir wollen nicht die Aragorn angreifen. Die Aragorn soll einfach nur den ganzen Kram hier abliefern. Und dann können wir einer ihrer Betriebe stellt Markthaus. Keine Waren mehr her. Zack. Da kommt ein Markthaus von uns jetzt hin. Dann gehört uns schon mal das Gebiet. Perfekt. Das heißt, als nächstes muss eigentlich der Marktplatz weg. Wir stehen zur Verfügung. Aber... Macht sie platt! Na, dort den kann man angreifen. Perfekt. Dann machen wir das doch mal direkt. Wir stehen zur Verfügung. Während du ziehst mal nach hier drüben um. Und dann übernimmst los. Den Hafen. Bereit? Neutrale Kraft, dieses Gebäude gehört nicht länger einem Spieler. Hätten wir mal wahrscheinlich. Ja. Ja, ein paar Meter rübersetzen wäre nicht schlecht gewesen. Dann kommt hier einfach noch ein Markthaus hin. Zack, schon gehört es uns. Können wir die restlichen Straßen hier abreißen. Und wir setzen eine Straße dahin. Dann können wir auch einen Holzfäller hier bauen. Wir wollen ja einer ihrer Betriebe stellt keine Waren die Bevölkerung, dass es der Bevölkerung gut geht. Wir wollen die Insel, sag ich mal, übernehmen. Und ja. Aber jetzt könnte man sagen, was ist das für ein bestialischer Krieg? Wir ziehen den Kampf gegen jemanden, der sich nicht verteidigen kann. Aber hey, er hat uns den Krieg erklärt, möchte ich nur nochmal sagen, ja? Wir haben nur unsere Truppen auf Patrouille gesetzt. Ich helfe euch gerne aus. Dass ihm das nicht so gefällt, kann ich ja nichts dafür. Er hat uns den Krieg erklärt. Dann gibt's halt Krieg, ne? Wir haben übrigens noch Missionen. Was, 15 Tonnen das, 10 Tonnen das, 10 Tonnen das. Ich fürchte, ihr habt diese Angelegenheit etwas unterschätzt. Oh ja, habe ich. Entschuldigung. Ich habe die Zeit vor allem unterschätzt. Ja, 3 von 10 großen orientalischen Handelsschiffen. Die Mission ist ja sowieso nur so nebenbei am Laufen. Aber wir versuchen dann noch schnell das Brot abzuholen. Da müssen wir noch Datteln und Milch abholen. Und können wir da weitermachen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen Marktplatz dann gleich. Und bevor die uns durchdrehen, brauchen wir dann auch schon mal eigene Fischerhütten, würde ich sagen. Können wir natürlich nicht da setzen, wo der Hafen ist. Das ist ein bisschen schlecht. Wir reißen einfach mal den Hafen hier ab. Nein.
Schade, ich dachte, man könnte das wie bei den Straßen machen, dass er dann alles bis auf das Konto abreißt, aber scheinbar nicht. So. Wie sieht's eigentlich hier aus? Was wünscht ihr? Einige Bürger sind in ihre Stadt gezogen. Limüden. Oh, uns gehört jetzt diese Stadt. Ja, dann brauchen wir jetzt mal eben schnell einen Marktplatz. Können wir allerdings nicht bauen, weil wahrscheinlich noch ein Markthaus von ihm im Weg ist. Wir sind bereit. Ist da unten eventuell? Machen wir das doch mal weg. Schießt! Und du zerstörst das da bitte. Ja, wie viel? Rest dauert 9 Minuten, wobei nee. Attacke! Gehst auf das Kontor bitte. Du gehst bitte auf das Kontor. In der Zwischenzeit können wir irgendwie provisorisch. Sie haben einen neuen Stadtstatus erlangt. Okay, provisorisch kommt der Marktplatz erstmal kurz dahin, damit zumindest ein paar wir sind bereit. Von uns gehören. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Ja, das tue ich. Du ziehst bitte nach hierhin um. Haben wir denn auf der Hauptinsel gerade irgendwas? Was uns wir stehen zur Verfügung. Hier was kam mir noch ein Tribok. Alles fertig. Der Tribok kann bitte nach... Oh, nach hier unten. So sei es. Der kommt auch noch da eine unten. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Sohle vorkommen. Nein, bitte nicht. Sohle brauchen wir. Sohle brauchen wir. Was haben wir hier überhaupt? Wir haben hier auf jeden Fall einen Fluss. Das ist auch nicht schlecht. Wir brauchen jetzt mal Fischerhütten. Okay. Wir wollen, wie gesagt, erstmal so alles ein bisschen provisorisch hin. Und schauen dann im Nachhinein, wie wir am besten da Salam alaikum. Das alles umwursteln. Ihr braucht auch schon eine Kapelle. Ich bin's leid. Habe mich lange genug... Ich habe keine Einwände. Ich kümmere mich ja schon darum. Immer mit der Ruhe. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fisch. Wir bauen noch einen zweiten Fischer hin. Und wir könnten Rohstoffe von der Hauptinsel holen. Das könnten wir dein natürlich Geld machen. Ist bei mir. Jetzt brauchen wir hier 10 Tonnen Brot, ne? Ja. Und dann ab nach hier unten, bitte. Die Icarus. Achso, die Icarus macht das schon. Dann, Aragorn zurück. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Ja, ich weiß. Nein. Warte, Icarus, das wieder aufnehmen. 10 Tonnen Brot und wir brauchen noch die 15 Milch, 15 Datteln. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Und damit fährst du bitte nach da oben. Danke. Ja, und ich weiß, die randalieren jetzt gerade. Aber wir kümmern uns schon darum. Du nimmst einmal Fisch. Brot kann weg und Most. Und ab nach hier drüben mit dir. Der Fisch ist so ein bisschen angelaufen. Aber wir geben den einfach mal ein kleines Startkapital mit. Ist ja jetzt quasi eine neue Insel für uns. Gut, wie sieht's ihr hier macht aus? Ihr keinen Hehl aus euren kriegerischen Absichten. Restdauer 15. Ah, wahrscheinlich, weil da ein bisschen was umgezogen ist. Wir brauchen das andere Heerlager hier. Bereit? Setz dich mal direkt neben den. Die Armee direkt marschiert daneben. Los. Danke. Und nichts kann uns standhalten. Ihr setzt euch. Sind dahin. Unterwegs. Jetzt muss nur die Aragorn schnell ankommen. Können wir einen Steinbruch bauen? So, kurz gucken. Ja, wir können einen Steinbruch bauen. Das ist gut. Da ist die Aragorn. So, erstmal alles überpacken. Dürftet ihr wieder glücklich werden. Hast du diese Sache erlebt? Habe ich gemacht. Bravo.
Man sollte sich deine Taten zum Vorbild nehmen. Die Icarus auf Abruf. Endlich. Du bist genau wie alle anderen. Ah, lasst mich doch. Euer Besuch ist so unerwartet wie überflüssig. Mir ein Kontor. Verdammt. Okay. Die Flotte macht das Kontor platt. Kann ich jetzt den Marktplatz hier und hinbauen? Jeder hat bekommen, was er hat zugebaut mit Brunnen. Salam alaikum. Miskerl hat es mit Brunnen aufgebaut. Wir können aber hier schon mal ein Markthaus hinbauen. Die kleine Kapelle kann da weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das kleine Markthaus gehört hoffentlich dann bald uns. Wenn der Rest da ist. Und ihr... Ich vergesse immer wieder, dass ich hier ein bisschen drauf achten muss, wenn die Triebwerke wieder fertig sind. Erteilt euren Befehl. Schießt! Wir hören! Macht sie platt! So, das Kontor da ist weg. Sehr gut. Ist die Frage, wo wird er das nächste hinbauen? Der wird garantiert wieder eins aufbauen. Zwei von euch fahren zu dieser Bucht rüber. Dann schauen wir mal. Ach ja, Gewürze braucht ihr auch noch, ja. Ihr müsst jetzt erstmal mit dem auskommen, was wir hier haben, leider. Die kleine Werft gehört nicht uns, okay. Die gehört nicht uns. Schauen wir mal, noch 10 Minuten etwa. Eventuell bald mehr. Bald kürzer, sobald die da sind, schauen wir mal. Euer Vorsprung wird nicht lange. Jetzt nimmt es auch noch als Kompliment, dass ich ihn fertig mache. Unter die Arme greifen. Also, was heißt, er nimmt es als Kompliment? Er findet, dass ich gute Arbeit leiste. Also ich würde sagen, ich mache nichts falsch, wir oder? Wir stehen zur Verfügung. Würde ich mal behaupten, dass das wenn so ist. Wenn ich euch so ansehe. Ja, komm. Lass mal die Schmeicheleien. Wie sieht es eigentlich aus auf der Vermögensskala? Euer Besuch ist mir eine Gelüge. Jetzt kann man wieder ein bisschen mehr werden. Und weißt du was? Wir geben dir noch... Na komm, 9000. Ich hoffe, ich kann mich ein... Schön, dass du da bist. Ganz meine Meinung. Ja. Der Abend. Sehr gut. Sehe ich dir, ihr seid auch eigentlich... Ihr macht einem alten Mann eine große Freude mit eurem Besuch. Er ist ihm sehr positiv gegenüber eingestimmt. Das ist natürlich nicht so schön. Aber naja. 3 Minuten nur noch. Es geht schneller und schneller. Du, mach mal das Ding da platt. Danke. Die Hafenmeisterei. Da ist ein Markthaus verschwunden. Aber ich kann da noch nichts hinbauen. Ich muss warten, bis dieses Markthaus... jetzt ist es weg. Dann bauen wir da mal eben uns hin. Dann... Unsere Nachforschungen haben zu neuen Erkenntnissen geführt. Erstmal Kosten einsparen. So, der Bereich der Insel gehört jetzt uns. Das ist sehr gut. Ein gutes Geschäft. Alles fertig. Das gehört ja auch schon uns. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her. Hafenmeisterei weg ist, dann gehört uns auch der südliche Teil der Insel. Das Markthaus haben wir bald übernommen. Ah, verdammt, der hat schon wieder ein Kontor gebaut. Los. Oder Hafenmeisterei, was auch immer. Zerstört es wieder. Du wirst nicht abgeholt. Wieso wirst du nicht abgeholt? Ach so, weil das Lager wahrscheinlich voll ist.
Gott, die Eragon kann aber jetzt den Rest wieder zurückbringen. Brauchen wir dann erstmal nicht mehr hier. Und du kannst ein bisschen Gewürze eventuell rüberbringen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Oder Kleidung. Ja, können wir mal ein Lagerhaus. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Wobei ich den Hafen schon gerne nach hier drüben umziehen würde. Schauen wir mal, sobald die Insel uns gehört. Wir schauen weiter, sobald die Insel uns gehört. Dann können wir hier auch mal ein bisschen ordentlicher agieren. Und dann müssen wir noch nach hier oben das übernehmen. Das dürfte aber weniger das Problem werden, glaube ich. Wobei, hier hat er zumindest eine Wehranlage. Also wird ein bisschen hartnäckiger hier wahrscheinlich sein. Die Insel gefällt mir, hier mit dem erhöhten ein Ding. Ein fairer so. Handel. Auf die freue ich mich schon. Auf okay, Nattenberg. So wird die nicht... Wie werden die umbenennen, ja? Nattenberg, was ist das für ein Name? Seid ihr dabei nicht mal fertig? So, das da oben ist jetzt geschrottet. Wenn es weiter nichts ist, womit hey, ich... Hey, nein. Ihr müsst nicht den Fischer angreifen, ja? Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Ja, okay, macht den Platz. Lord Northburg bietet Ihnen folgenden Auftrag an. Einer Ihrer holen Sie die Lieferung vom Kontor als erstes markierten Häfen. Dafür brauchen wir ein schnelles Schiff. Dafür nehmen wir die Icarus, würde ich sagen. Die kann erstmal das ganze Proviant abladen. Perfekt. Und dann fährst du nach hier drüben. Macht eigentlich unsere andere Flotte hier. Achso, die sorgt dafür, dass er kein Flaggschiff bekommt. Genau. Gleich gehört das Markthaus uns. Perfekt. Und das gefällt die gehören jetzt mir. Uns. Die können dann weg. Genauso wie das hier weg kann. Handelsgebäude erobert. So, dann können die beiden. Einer Handelsroute fehlen die Waren. Das Teil gehört jetzt uns. Sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir den... den können irgendwie da rein morstellen. Ja, der Brunnen jetzt geht mir jetzt vollkommen auf den Nerven. Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebracht. Machen wir mal drumherum alles... Wieso kann ich den Brunnen nicht abreißen? So. Okay, das Haus da unten muss leider weg. Jetzt mal hier die Straßen sein raus. Okay, ich würde sagen, damit wir hier ein bisschen arbeiten können. Die Insel gehört ja jetzt eindeutig uns. Hier ist nichts mehr von ihm. Die Truppen werden jetzt alle ins... Sind Wasser auf dem zurückgeschickt. Weg. Erteilt euren Befehl, wie ihr wünscht. Nichts kann uns standhalten. Und machen sich auf den Weg zur nächsten Insel. Sind unterwegs. Dann los. Ich hoffe, du setzt deine Macht auch stets zum Wohle deines Volkes ein. Ja, und sogar zum Wohle anderer Völker, bereit. Wie man jetzt gerade sieht. Wie ihr wünscht. So. Haben wir sonst noch hier alles die beiden? Fertig. Alles klar. Alles fertig. Wie ihr wünscht. So. Dann einmal das hier abreißen. Was haben wir denn hier alles? Das ist auch gar nicht mal so eine schlechte Ein gutes Insel. Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Aber das kann jetzt hier eigentlich... Eine Produktion weg. Kommt zum Erliegen. Achso, Feuer. Okay. Ist erstmal das alles weg. Ganz Kaimauer. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Hier kommen dann die Fischerei-Dinger hin. Ich werde dem Sultan von eurer freundlichen Zuwendung berichten. Macht das. Werkzeug. Gar kein Problem. Können wir machen. So, Ja.
und mal 55 Tonnen Werkzeug rüberbringen. Der Rat der 10 Dank. Und ich danke auch. Ja, komm, Fackel endlich ab. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Verdammt, jetzt haben wir kein Werkzeug. Hoffentlich ist die Eragon bald da. Die Details bleiben besser unter uns. So, meine Freunde, Aufbruch. Okay, nicht nach da. Ihr legt hier unten bitte an. Die obere Bucht wird von den beiden den vielen übernommen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die erste Flotte greift die nördliche Bucht an. Das erste Truppenregiment legt im südlichen Teil der Insel an. Okay, da ist das Werkzeug. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann können wir hier erstmal das Markthaus wieder hinbauen. Können hier noch weitere Hütten hin. So, weißt du was? Hier die Straße mal kurz weg. Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit angenommen habt. Natürlich, natürlich. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Wir müssen natürlich den Kontrahenten wieder ab. Nein, falsches Schiff. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ab nach hier unten. Die Icarus soll das machen. Okay. Mal weiter. Auf jeden Fall kann der jetzt hier weg. Wir haben den hier. Ja, jetzt braucht ihr eine Straßenanbindung. Die kriegt ihr jetzt auch. So. Kann ich jetzt endlich diesen verdammten Brunnen abreißen? Geht doch. Es geht doch. So. Wir brauchen Servicegebäude. Du mal weg. Du mal weg. Jetzt gehen wir hin und sagen, die Schenke kommt hier hin. Und die Feuerwehr kommt daneben. Okay, jetzt deckt die Decken da ein bisschen weniger ab. Da können wir ja nochmal was hinbauen. Das ist nicht so das Problem. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Auf jeden Fall die Straße hier weiter. Oh. Ich möchte euch doch nur helfen, unnötige Verluste zu verhindern. Nope. Du. Du kennst dich jetzt auf unserer schönen Welt hier. Ich muss sofort dem Sultan davon berichten. Ja, musst du. Wahrscheinlich muss die Icarus aber weiterziehen. Schau mal, direkt mal. Ich muss jetzt zu den Venetiern natürlich. Das Übliche. So. Schauen wir mal, was können wir denn machen? Das ist überaus freundlich von euch. So. Reißen hier das wieder ab. Wir nehmen hier die Straße weg. Und dann sagen wir hier. So. Ich helfe euch gerne aus. So. Dann kann hier in der Kapelle noch ein bisschen mit lang. Wie weit reicht die Kapelle? Da musst du oben auf jeden Fall auch noch mal eine hin. Haben wir hier noch den. Und Feuer legen, Sabotage. Was soll es sein? Die Straße kann hier weg. Dann hier ein ganzer Häuserblock hin. Nicht genügend Baumaterial. Was fehlt uns denn? Holz. Okay. Okay, dann bauen wir mal einen weiteren Holzfäller. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen. Natürlich.
Das ist überaus freundlich von euch. So. Wieso haben wir eigentlich so viel Minus? Ihr seid an sich happy genug. Wahrscheinlich habt ihr gerade wieder... Ja, Datteln fehlen euch. Hoffentlich kommt bald die nächste Lieferung. Ihr habt noch 30 da. Wir müssen wahrscheinlich mit den Datteln nochmal irgendwas machen. Das erklärt vieles. Das erklärt vieles. Ach du heilige Scheiße. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Da war kein Wasser mehr. So, euch geht's an sich erstmal gut. Das ist schön. Dann, erste Flotte, macht diesen Turm hier platt. Ich habe viel erduldet. Schwertorden. Doch jetzt ist Schluss damit. Baut mir eine Trutzburg. Erteilt euren Befehl. Ihr macht keinen Hehl aus euren kriegerischen Absichten. Wie lautet euer Befehl? Sie haben den Feind niedergerungen. Perfekt. Du setzt dich schön hier mit so sein. Wie lautet euer Befehl? Du gehst nach hier drüben. Wir marschieren los. Nichts kann uns standhalten. Du gehst nach... Neues Kriegsgerät. So, so. Übernimmt den Kontor. Sind unterwegs. Das suchen wir mal. Erteilt euren Befehl. Das ist auch ein Triborg. Triborg. Alles klar. Schön hier in dem Bereich. Erteilt euren Befehl. Das ist auch ein Triborg. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Wir stehen zur Verfügung. Großes Heerlager. Hierhin. Die Armee marschiert los. Erteilt euren Befehl. Triborg nach hier oben. Es geht doch. Was seid ihr? Großes Heerlager. Direkt hier aufstellen. Wir hören. Templerorden hat auch einen Triborg. Und dann haben wir gerade ein Heerlager verloren, als wir die Trutzburg gesetzt haben. Naja, müssen wir mal sehen, wie wir den Rest hier erledigen. Du kannst schon mal nach hier oben ziehen. Ich hab gesagt, du kannst schon mal nach da oben ziehen. Ist so gut wie erledigt. Okay, wir brauchen... gib mir mal nochmal ein großes Heerlager, bitte. Und wir brauchen die Eragon, die... kannst du nochmal das Werkzeug abliefern und dann... Wärst nach hier drüben und holst... Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Icarus kann das eben machen. Wir brauchen... Werkzeug, Holz. Und das bringst du nach hier drüben. Wir müssen hier schließlich die Sachen übernehmen. Achso, wir haben hier. Du, erstmal den Kontor übernehmen. Die Armee marschiert los! Erstmal bitte den Kontor übernehmen. Was wünscht ihr? Du kannst das Markthaus angreifen. So weit, so gut. Ihr wollt da oben natürlich auch nochmal Schreiner und Geheimbund haben. Sollt ihr auch bekommen. Ihre Siedlung wächst und wächst. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Dann brauchen wir nach dem Speichern den Schreiner und das Geheimkabinett. Und dann beginnen wir natürlich auch sofort mit dem Angriff auf die andere Insel. Schauen wir, wie es da läuft. Wir können aber auch mal im Orient vorbeischauen. Fällt mir gerade mal so ein. Spiel gespeichert. Hätte ich da denn jetzt wirklich alles übernommen? Nee, noch nicht. Ich sehe das schwarz. Dann müssen wir das noch machen.
Ah, ihr habt auch ein bisschen Probleme. Achso, ja, das ist verständlich. Und Kerzenhalter immer noch. Mhm. Wie lautet euer Befehl? Nach hier unten. Euch ihr werdet unten. Wieder von mir hören. Euch brauche ich hier Aufbruch! Unten. Wie es scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Natürlich, natürlich. Erstmal kriegt ihr einen Schreiner. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Da habt ihr auch einen Schreiner. Ich hoffe, er gefällt euch. Dann braucht ihr da oben auch noch eine Kapelle. Eine Kapelle. Jetzt fehlt uns wieder Holz. Okay, wir sparen kurz. Ich hab eins meiner Kinder nach euch benannt. Ach, jetzt schon? Interessant, dass du das jetzt schon gemacht hast. So, wie läuft's hier oben? Wie viel? Ah? Die Zeit dürfte sich echt verkürzen. Du sollst nicht nach... Zieh dich zurück, verdammt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Bei andererseits. Eure Anweisung? Ja doch, ich hätte schon gern die Bucht hier als Hafen. Da soll ruhig der Kontor hin. Wenn es weiter nichts ist, was hat ihm die Insel da oben gebracht? Kann? Er kann hier Hanf und Most anbauen. Er hat ja nur einen Bürger bisher. Was hat ihm diese Insel gebracht? Er kann ja doch nur dasselbe anbauen. Keine Ahnung. Was aber viel wichtiger ist, wir bauen hier ja Eisen ab. Haben wir hier eine Kohlemine? Ja, eine haben wir, die ist da. Einmal, okay, wir sparen eben kurz für die Kohle und dann sorgen wir erstmal dafür, dass hier Werkzeug produziert wird. Die Insel soll schon relativ autonom funktionieren, nach Möglichkeit. Wieso sind wir jetzt so weit im Minus? Alter, was geht denn jetzt ab? Ihr seid happy soweit. Geht doch eigentlich auch. Okay, ihr habt immer noch Datteln-Problem. Wir brauchen Datteln. Okay. Ja, die Dattelproduktion läuft gerade erst wieder an. Das ist das Problem. Läuft eigentlich schon wieder ziemlich gut. Wo sind die beiden Schiffe? Meine Schiffe halten alle aus. Wo stecken die beiden? Eine ist auf dem Rückweg. Die andere ist gerade hier. Ja, es steigt gerade auch wieder. Sehr gut. Jetzt gerade steigt es auch wieder. So, ihr beiden könnt wieder abgerissen werden. Das war ja nur provisorisch. Dann ja, können wir hier irgendwie so Stadt machen und auf die Seite so ein bisschen Produktion für die Stadt. Das soll ja aber nur eine relativ... So viel möchte ich hier eigentlich gar nicht auf der Insel dann machen. Eventuell fackelt das Konto aber auch vorher Seid ab. Ihr gekommen, um nicht zu... Bevor wir da intervenieren können. Alles fertig. Ja, dann geht mal an die Arbeit, Jungs. Was wünscht ihr? Geht mal an die Arbeit. Was wünscht ihr? Schießt! Wir hören! Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Eine Frage. So, wie sieht's hier unten aus? Wir haben... Ihm gehört das hier alles, ne? Ne, das ist unsere. Ihm gehört der. Muss ihm gehören. Das ist sein Kontor hier unten. Okay. Das gehört uns. Das gehört uns. Unsers. Die Siedlung gehört mittlerweile. Ach ne, die Siedlung gehört noch ihm. Was ist zu tun? Vor mir, Deutsch. Bei Allah. Das also ist die Antwort auf unsere Fragen.
Wenn wir ihn im Orient übernommen haben, dann nur noch das im Norden, dann sind wir hier auch schon bald durch. Ein fairer Handel. Das ist doch super. Wie sieht es überhaupt mit Most aus? Most steigt noch. Das ist doch sehr schön. So, wir können endlich... Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Ach, nicht im Baubereich. Das ist doch jetzt ein Witz. Ist doch ein Witz. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Jetzt bitteschön, Kohle. Seid so gut und packt mit an, mein Kind. Oh, was? Ach. Ich produziere den Kram doch gerade erstmal selber. Die Kerzen kann ich schon mal abnehmen. Ja, komm, wir den Fisch über Bord. 8 Tonnen Kerzen. Kerzenhalter, die werden ein bisschen schwieriger. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Aber wir haben Kerzen jetzt mittlerweile, produzieren wir ganz gut, wie es aussieht. Messing eigentlich auch. Das heißt, wir könnten eigentlich zweite Feinschmiede bauen. Das sollte eigentlich klappen. Das sollte eigentlich klappen. Verkauft ihr zufälligerweise... Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Nope. Verkaufst du zufälligerweise Herzlich Kerzen willkommen. Ständer? Nope. Ja, dann müssen wir die jetzt selber produzieren. Leider. Wie läuft es hier drüben? Ist der Konto abgefackelt? Isa. Der hat Isa. Dann... Segel mal hier hin. Und setz mir ein Konto. Ich möchte gerne gerade Ausläufer haben. Danke. So. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Dann die, wo ist das Markthaus, was die schützt? Ich sehe da gerade keins. Können wir denn schon ein Markthaus bauen? Wir können in dem Bereich ein Markthaus bauen. Perfekt. Und hier drüben auch schon. Perfekt, da geht's doch gar nicht. Und ja, wir brauchen hier garantiert nicht so viele Holzfäller. Wie hat der Typ gebaut? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich erkenne keinen Sinn hinter seinem Aufbau der Insel. Null Sinn erkenne ich da. Ihr Volk leidet Hunger. Aberon kann Datteln. Fuck. Wir brauchen unbedingt mehr Datteln. So, du fährst jetzt ganz schnell Datteln einkaufen. Ganz schnell. Die Produktion läuft ja an sich wieder. Wir machen Folgendes. Du, großes Handelsschiff bitte. 50 Seile. Wir müssen 50 Seile nach hier unten bringen. Bringen wir ganz schnell die Seile nach da unten. Dann bauen wir ein weiteres großes Handelsschiff. Und dann wird diese Route nochmal verstärkt. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Aber wenn ihr schon angepisst seid, halt. Okay, ihr habt euer Marzipan, ne? Von Süßmann kann man sich natürlich auch durchgehend ernähren. Ist natürlich auch möglich. Salam aleikum. Jetzt haben die alle Feuer. Fackelt eben ab. Es tut mir leid, aber... brauche halt nicht so viel Kram hier drüben. Produktion. Ich muss generell mal schauen, wie ich das Ganze hier mal mache. Wie lautet euer Befehl? Ihr könnt nach
hier sind unterwegs. Gehen. Eure Anweisung? Ihr erledigt bitte den. Eure Anweisung? Ihr geht auch nach hier drüben. Sind unterwegs. Wir stehen zur Verfügung. Schön nach hier drüben ein gehen. Ein gutes Geschäft. Wir hören. Greift das Markthaus an. Das gehört uns. Das kann weg. Gehört das uns? Die Seilerei gehört uns nicht. Die Hanfplantage gehört allerdings uns. Die Hanfplantage gehört uns. Gehören die uns? Nein. Bin ich mal gespannt. Wir sind bereit. Alles fertig. Mach dieses Markthaus hier platt. Danke. Na, da oben ist ja auch noch was. Wir sind bereit. Dann los. Zieh mal nach da oben. Erteilt euren Befehl. Macht sie platt. Erledigt die beiden Markthäuser bitte noch. Wie läuft es hier unten? Jawohl. Lasst sie bluten. Bereit? Lasst sie bluten. Müssen wir den erledigen. Und wir haben hier genug, um da gleich einen Bazar hinzusetzen. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Es gehört uns. Was seid ihr? Ziegenfarm. Eine Handelsroute fehlt. Auf der falschen Waren. Seite. Wieso hat der Typ. Wie hat der Typ gebaut? Alter. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Straße. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sie haben einen Schlupfwinkel verloren. Ja, ich weiß, weil es die Stadt gerade nicht mehr gibt. Hier, ihr habt einen Bazar. Und ihr habt hier auch keine Datteln. Datteln besorge ich euch sofort. Keine Sorge. Jawohl. Dann los. Bereit? Marschiert nach hier unten. Du marschierst nach da. So, Datteln. Wie konnte ich Datteln bauen? Datteln konnte ich so bauen, okay. Wo? Die Nahrungsmittel gehen zur Neige. 4, 5. Eins, zwei, drei, vier. Nein, nicht so. So. Vielen Dank. Und auf die andere Seite packen wir mal Ziegenfarm. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Ja, ich kümmere mich sofort drum. Keine Sorge. Also, ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Dann Ziegenfarm. Drei. Ihr kriegt gleich euren Kram. Habt ein bisschen Geduld. Ihr habt gleich alles, was ihr braucht. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Ja, ist ja gut. Ihr kriegt eine Feuerwehr. Bitteschön.
Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Ein fairer Handel. So, wie läuft es hier drüben? Ich habe schon wieder vergessen, hier drauf zu achten. Markthaus dahin. Da drüben ist noch. Wie sieht's hier aus? Okay. Was wünscht ihr? Angriff darauf. Macht sie platt! Dann. Du wirst es verschmerzen. Angriff. Was wünscht ihr? Da drauf. Erteilt euren Befehl. Okay, kommst nicht dran. Dann ziehst du nach hier weiter. Ist so gut wie erledigt. Es gehört uns. Das ist seins. Erteilt euren Befehl. Macht sie platt. Steinmetzhütte. Ja, Feuer, ich weiß. Können wir eine Feuerwehr bauen? Nein, wir haben keinen Stein. Dann muss das leider abfackeln. Sellerei kann weg. Das kann hier auch alles weg. Das ist gerade einfach nur unnötige Ausgaben für uns. Ich überlege auch gerade, ob ich wirklich unbedingt diese Insel hier brauche. Oder ob ich nicht einfach hingehe und dann wieder alles abziehe, sobald es so frei ist. Und nur ein Konto hier lasse für den Fall, dass wir sie noch brauchen sollten. Wie lautet euer Befehl? Ja, ihr übernimmt das mal noch in der Zwischenzeit. Hey, was hast du denn da oben wieder gebaut? Bitte umgehend mein Haus. Also hier kann er nichts mehr hinbauen, oder? Wir müssen auf jeden Fall die ganzen Küsten sichern. Das ist halt wichtig. Oh. Ich sehe gerade auf die Uhr. Es ist schon wieder soweit. Dann werden wir beim nächsten Mal ihn endgültig fertig machen. Wir sind bereit. Ich gebe hier noch die Angriffsbefehle. Jagd alles in die Luft! Jagd alles in die Luft! Ihr habt gerade wieder Datteln. Sehr gut. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag in unserem Krieg. Ach ja, bevor ich es vergesse. So ist es recht. Du machst noch hier eben die 50 Seile rüber und du baust ein neues Schiff. Aber. Ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Tag in unserem Krieg. Beim nächsten Mal wird er dann hoffentlich beendet. Und dann können wir uns auch wieder ganz in Ruhe unserem Dom widmen. Und dann sind wir auch schon bald fertig, würde ich sagen. Passt ja, weil bald kommt ja dann auch schon der neue Anno, also Anno 1800. Aber ich würde dann sagen, bis Freitag, meine Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao.